Gut, dann waren wir hier. Dann würde ich gerade mal sagen, ich mache mir ein Kaffee. Hier kann man, glaube ich, genau, das kann man immer noch nicht klauen. Da war ein Pilz. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das wieder regeneriert. Wie gesagt, wir bauen da ein bisschen weiter weg auch. Da waren Stahlbarren drin. Oder Eisenbarren zumindest. Kastenwagen. Der ist draußen. Der kann nicht hier drin sein. Klebstoff und so. Sehr schön. Wir bauen auch draußen Kisten hin. Und dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall auch Questen hier bei dem machen. Da stehen noch zwei Fahrzeuge. Unberührter LKW. Wow, sehr schön. So, dann gucken wir hier noch. Da haben wir noch eine zerstörte Chemiestation. Leider kein Buch drin. Da werden wir hoffentlich nicht allzu viel Probleme haben, diese blöden Bücher zu finden. Wir werden auch sehr schnell auf Zement und allem drum und dran umstecken müssen. Ah, da haben wir nochmal. Sehr schön. Oh, und direkt eine Schaufel. Steinschaufel zwar nur, aber besser als nichts. So, genau, die kann man zwar aufmachen, aber nichts durchsuchen. Die braucht man nicht. Wir sind natürlich jetzt gerade auch überladen. Was dem Ganzen noch ein bisschen fehlt, ist wirklich auch, dass man ins Bett gehen kann, um die Nacht irgendwie zu skippen oder so. Vielleicht kann man das ja mittlerweile. So, fertigen Gesichtsschutz wollte ich jetzt schon vorlesen. Ein Gebietsschutzblock. Ja, wir suchen aber gerade erstmal ein schönes Plätzchen, wo wir nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg sind von dem Händler zum Beispiel. So, das Auto looten wir noch aus. Entziehen! Die essen wir natürlich, benutzen. Ein bisschen Hunger haben wir schon. Genauso wie das war, was trinken. Aber der Zombie haut da ab. Das lassen wir aber nicht zu, dass der jetzt hier abhaut. Hallo? Sir? Sir? Entschuldigung. Ich wollte Ihnen mal den Schädel einkloppen. Okay. Herausforderung Zombies töten ist abgeschlossen. Nice. Ah, ich habe eben was ganz Essentielles vergessen. Und zwar diese Dinger hier abzuholzen. Hier haben wir jetzt Oberkante auch ein bisschen Eisen. Die sollen angeblich auch immer noch nachspawnen, glaube ich. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Wer sich noch an die Folgen mit Hiso erinnert, weiß, dass sie gesagt hat, dass die oberirdisch, wenn man es nur oberirdisch abnimmt, nochmal nachspawnen. Das gilt es herauszufinden. So. Genau, hier ist der Händler. Ich würde mich wahrlich hier einquartieren. Das ist noch weit genug weg, aber nah genug dran. Und das heißt jetzt erstmal leider ein paar Bäumchen auch platt machen. Kann man ja ganz easy peasy die Taste festhalten, meinen Kaffee um. Und natürlich auch einen Schluck trinken, ganz wichtig. Ja. Okay. Der ein oder andere komische Gimmick ist noch dabei. Wobei, das ist uns noch nie passiert.
Okay. Okay. So, wie machen wir es am besten? Dass uns die Zombies am wenigsten ob die Nüsse gehen. So, den Stein hier auf jeden Fall noch weg. Dann ein paar Grundmaterialien haben. Ich kann ja, während das hier schon mal passiert, Baublock machen. Wir könnten 178 schneiden. Hier machen erstmal. Können die auch direkt hier rein tun. Warum ist hier jetzt ein Loch? Ist ja doof. Das ist ja doof. Das wollte ich eigentlich so nicht. Aber egal. Da ist auch ein Kohleding. Ah, perfekt. Eigentlich perfekt hier so. Zwei, drei. 4, 5, 6, immer ungerade machen, ne? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich baue erstmal ein Viereck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und schon merken wir, dass die Blöcke nicht reichen werden. Ich wollte das Inventar. Machen wir nochmal 50 daraus. So, die gehen auch ein bisschen in den Boden rein. Würde ich jetzt so erstmal vielleicht nicht verkehrt finden. Ja, grüß Gott, der Herr. Uns die meiste EP ist immer noch daran holen, indem wir bauen. Das werden wir natürlich auch noch feststellen. Sobald wir uns eingegraben haben. Erzähle ich auch noch Counterfeits, soweit wir uns eingegraben haben. Wir graben uns ja gar nicht ein. Wir graben hier später drum herum, um eine Rampe aufzubauen. Das auf jeden Fall. Und wir müssen. Wieder gehe ich mit E ins Inventar. Gebietsschutzblock bauen wir einen. Davon bauen wir dann nochmal 50. So, den können wir nämlich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann ist das nämlich die Mitte, glaube ich. 1, 3, 4, 5. Ja, dann ist das hier genau die Mitte. Okay, dann passt es ja. Dann passt es ja. So, die Ummantelung wollen wir sehen. So, das füllen wir noch ein bisschen weiter aus. Erstmal unser Grundboden hier. Irgendwann dann hoffentlich alles aus Stahl. Da freut sich der Carsten. So. Fertige einen Schlafsack. Na, wir.
Machen das hier schon mal. Und setzen da den Schlafsack drauf. So. Fertige eine Holztür. Platziere eine Holztür. Jetzt die Frage, wir sollten in die Richtung eigentlich eher gucken. Wobei das erstmal richtig glatt ist. Drehen. Wie war nochmal drehen? Okay, man kann auch quer bauen. Gut zu wissen. Fertige eine Holzaufbewahrungskiste. Machen wir auch direkt mal zwei. Sicher, sicher. Ja, oh, nein, nicht wegpacken. Ich pack das Ding wieder weg. Halte eine Fackel. Platziere Wandfackel. Okay, dafür braucht man noch ein bisschen Wand. Ungefähr so. So, genau. Sammle Holz. Ja. Wie viel sollen wir? 20 mal Holz sammeln. Er verlangt aber viel von uns. Den können wir mal reparieren. Und auf den drauf knüppeln. Es ist auch blutig ein bisschen. Das ist schon mal cool. Zack, weg ist er. Eine Holzfalle. So. Jetzt haben wir, kam da Honig? Kein Honig bei rum. Schade. Hat nochmal ein Statement abgegeben. Fertige eine Holzfalle. Ich will jetzt erstmal ein paar Sachen loswerden noch. Die ich gerade nicht brauche. So, wie viel Platz haben wir denn in den Kisten? Jawohl. Das kann man direkt wieder zerlegen, genauso wie den. Ich pack jetzt erstmal alles halt hier rein. Außer vielleicht die Waffenteile. Die packe ich gleich schon mal um. Also Munition. Holz natürlich nicht. Gras brauche ich eigentlich erstmal auch nicht, aber naja. So, Halter, die Stacheln. Platziere. So, einmal so. Sammle kleine Steine, sammle Lehmboden. Oh. Ja, Lehmboden sammeln können wir erstmal irgendwo ein bisschen weiter weg machen. Am besten hier, weil wir hier eh irgendwann mal rangehen. So, fertige Pflastersteine. Oh. Man direkt noch ein bisschen Lehmboden mitnehmen. Also von der Bewegung her ist das schon arsch langsam. Ich hoffe, das wird besser. Halte Steinaxt, ja. Aufwerten Holzblock. Okay, das können wir jetzt gleich auch noch machen. Erstmal haben wir noch hier drauf. Erstmal hauen wir noch immer hier drauf. Schalali, schalala, schalali, da, 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 da. Diesmal habe ich auch vorher getestet, wie die Aufnahme ist. Sie ist super.
Falls jemand was dagegen hat, werde ich dasselbe mit euch machen wie mit dem Zombie hier. Nur effektiver in dem Fall. So, dann haben wir das. So, ja, was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, aber Pflastersteine habe ich doch hergestellt, oder nicht? Y war das, ne? Ja. W. Kiste haben wir, Fackel haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Fortgeschrittenes Überleben, das haben wir. Töte Zombies 5 haben wir. Fertigung. Zeitschriften haben wir, Händlerquest. Handeln haben wir. Okay. Töte 2 Tiere kommt auch noch. Sammle Wildbrett kommt dann auch noch. Okay. Das heißt, wir können jetzt erstmal so aufwerten. Ah, kein Holz mehr. Seht ihr schon kein Holz mehr? Jetzt sollte ich wieder mit E ins Inventar gehen. Minecraft lässt grüßen. Aber wir hatten hier auch noch Pflastersteine drin. Also Pflastersteine scheint man recht gut zu kriegen. Wir kümmern uns jetzt trotzdem auch noch um Holz. Weil wir wollen ja erstmal die Base stehen haben. Wir haben gerade ein Level-Up gehabt. Bergmeister. Irgendwo muss man anfangen. Erhöht den Werkzeugschaden um 10% und den Blockschaden um 30% mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln, Kettensägen oder Erdbohrern. Außerdem kosten wir um 8% und 15% kräftige Angriffe reduziert, finde mehr Werkzeuge und Teile im Beute. Hauptader ist das. Sammle mehr. Ah, okay. Das ist, glaube ich, auch erstmal wichtiger. Da werden wir auf jeden Fall erstmal die ersten paar Skillpunkte reinsetzen. Jetzt heißt es natürlich erstmal auch wieder, okay, der Baum ist weg, Bäume fällen, Materialien sammeln und. Auf jeden Fall auch in Chefkoch gleich noch einen Skillpunkt reinsetzen. Lagerfeuer müssen wir auch noch gleich hinbauen. Aber da werde ich echt mal überlegen müssen, wie hoch ich das baue und alles drum und dran. Das Ding ist natürlich, wir müssen auch wieder Schusssicht machen, dass wir von allen Seiten schießen können. Weil wir werden die erste Nacht nicht in unserem Superbunker verbringen. Dafür ist da einfach zu viel im Argen dann. Deswegen werde ich die Kisten wahrscheinlich auch nochmal abreißen und mehr in die Mitte nachher setzen. Oder vielleicht doch nochmal eine Wand nach außen machen. 2. Oder die Kisten erstmal an die Wand nach oben hängen. Damit ich als Wand quasi erstmal nur Zäune machen kann. Wow, der Baum fällt mal. So, jetzt wollte ich wieder so ins Inventar gehen. Da haben wir 4 Stück, die wir wieder irgendwo hinsetzen können. Hiso hat das immer gehasst, wenn die zu nah sind. Aber so sparen wir uns ein paar Wege. Wir machen nochmal Baublöcke. Wie viel können wir machen? 200. Können wir erstmal machen. Dann benutzen wir nochmal jede Menge, um...